mein Gott, schon wieder der. Dazu muss man sagen, dass es ja ein bisschen anders verlaufen ist als geplant. Herr Dr. Lübcke, nochmal zu Ihnen, Sie haben das am Anfang gesagt, wenn die Menschen über die Stränge schlagen, dann muss auch die Bußgeldbehörde mal einschreiten. Ich sage Ihnen was, wir als Schauspieler oder auch als Sänger oder als Tänzer sind dazu aufgefordert, über die Stränge zu schlagen, Unsinn zu machen und auch mit Benzin zu kochen, wo es manchmal einfacher wäre, wenn wir brav unsere Parkscheine ins Fenster legen. Manchmal geht das schief. Mehr will ich gar nicht kommentieren zu den Vorgängen, die in diesem Sommer hier gelaufen sind. Ich möchte mich weiterhin bedanken, stellvertretend, erstmal bei Ute, die sitzt dort, das ist meine Soufflöse. Die es wissen, danke. Das ist unsere Soufflöse, die in diesem Sommer für mich eine ganz besondere Rolle gespielt hat, zumindest 2 Tage lang mit mir eigentlich zusammen gelebt hat. Ja, Sie verstehen das hoffentlich richtig. Dann möchte ich mich bei dir, Thomas, insbesondere Thomas, bedanken, der hier als sozusagen gleichzeitig Pilot oder wie nennt man das, diese Vorstellung durchführt, dass die das erleben können und nicht ahnen, was teilweise hinter der Bühne los ist. Stellvertretend sage ich das zu dir, Thomas, für alle Menschen, die hier in diesem Sommer, ich habe sowas auch noch nicht erlebt, was hier in den Kulissen, was hier passiert in der Technik, wie viele Menschen dort am Anschlag arbeiten, das ist ganz toll. Danke euch allen. So, Herr Dr. Wedel, jetzt möchte ich auch Ihnen danken. Zum zweiten Mal haben Sie mir das Vertrauen gegeben, hier aufschlagen zu dürfen, in dieser Stiftsruine. Und zwar haben Sie ein wirklich, das wurde ja auch schon gesagt, mutiges Projekt, der Versuch einer Annäherung an diese Figur Luther, haben Sie mit uns gewagt. Sie sind auf hoher See, haben Sie dieses Schiff in stürmische Gewässer geführt, teilweise sehenden Auges, weil Sie wussten, dass eine langweilige, wohlgeordnete Annäherung an solch widersprüchlichen Menschen, an dieses ganze Thema wahrscheinlich nicht möglich ist. Da ist ganz viel passiert und es gab auch ein Mann-über-Bord-Manöver. Und dann hat man geguckt, wie kann ich mal, welchen Matrosen könnte ich mal, wer ist blöd genug und steigt da oben in diesen Ausdruck. Ich durfte das dann machen, sehr, sehr gerne. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen würde, wenn das Ding an die Wand gefahren wäre. Zum Glück, irgendwie ist es gelandet, auch dank des Publikums, die das so angenommen haben, dieses Projekt, und dank meiner vielen Kollegen, die da unten dieses Schiff weitergefahren haben. Denn es ist nicht nur für mich ein aufregendes Ding gewesen, diese Premiere zu spielen, sondern für alle, dass da in den letzten 2 Tagen nochmal viele Szenen neu gedacht werden mussten, viele Kollegen ganz andere Dinge plötzlich machen mussten. Und stellvertretend sage ich jetzt Janina Stopper und Maximilian Puls, herzlichen Dank, wir teilen uns diese Rolle jetzt zu dritt. Und ihr müsst dabei zugucken, dass ich das nach hinten raus dann alleine irgendwie spielen darf. Ich danke euch allen fürs Vertrauen und danke für diesen schönen Preis. Dankeschön.